Freunde der Nacht, willkommen zurück in Dead Space 3, mitten im Nirgendwo, wo uns langsam der Sauerstoff wegläuft. Wir gucken mal eben hier nochmal ins Logbuch, weil wir hatten da eine Beschreibung eben stehen, ganz kurz aufgeploppt. Persönliches Logbuch, die alten Scuff-Schiffe müssten manuelle Luftschleusen haben. Wenn ich eine finde, kann ich in diesem Schiff und wieder herausfinden, was alles nächstes zu tun ist. Gut, und wir kennen ja noch, da vorne sind ja unsere Freunde, der Carver und der Chef dieses ganzen USM-Unternehmen. Hier haben wir die CMS Roenick. Und da hinten sind unsere Kollegen. Krass sieht's hier aus. An diesen Überresten des alten verfallenen Mondes. Übrigens hat alles immer funktioniert. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. So, erstmal nachladen. Das ist er wohl. Wie landen wir? Das ist eine spannende Frage. Sie haben eine Trophäe für den Odyssee im Weltraum. Nein. Nein. Ich habe schon viele Schiffe gesehen, aber sowas noch nie. Könnte daran liegen, dass die souveränen Kolonien Versager waren. Als sie den Unabhängigkeitskrieg gegen Urskar verloren, zerstörten sie ihre gesamte Flotte. Mich überrascht, dass jemand überlebt hat. Was haben die überhaupt so weit weg von zu Hause gemacht? Wenn das hier Ellis Ziel war, können Sie wetten, dass es was mit den Marker zu tun hatte. Wir kommen nicht runter. Wir haben ein Problem. Ah, okay. Ja, es ist übrigens so, dass wir dieses Mal tatsächlich überhaupt keinerlei Probleme haben mit irgendwelchen Rückkopplungen vom Sound oder ähnliches. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ja, das war der falsche Knopf. Was war das denn jetzt nochmal? Stase. Stase, war das X? Nein, war das Kreis? Ja. Das war's. Luftschleuse offen. Okay. Hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Oh Gott. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Vorsicht, Gasmaske. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Hier drin gefällt's mir überhaupt nicht. Nur mal so angemerkt. Komm, das hier. Fuck! Immer der falsche Knopf. Dann laden wir unsere Stase wenigstens mal auf. Ale is lost. All is lost. Alles ist verloren. Schwere Standardrahmen. Ach, finden wir jetzt die ersten Teile hier? Das wäre mal interessant. Ressourcen? Nee. Einfach nur so ein Teil hier. Für zweihändige Waffen. Obere Platinen 2, untere Platinen auch 2. Beenden. Da haben wir noch einen Raum. Da liegt auch nochmal. Das war jetzt intuitiv richtig gedrückt. Das machen wir jetzt hier direkt nochmal. Sehr gut. Oh Gott. Ach, wir müssen hier lang. Ja, dann gehen wir natürlich nicht da lang. Ich dachte, wir müssen da... Oh, ich habe gedacht, links bewegt sich was. Schitte! Wir sind wieder zurück in Dead Space, Freunde. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich will jetzt echt nichts übersehen. Andererseits will ich hier auch möglichst lange bleiben. Denn alles, was jetzt kommt, hat wahrscheinlich mit Nekromorphen zu tun. Stase. Scheiße, Alter. Hier will ich echt nicht sein. Ich fühle mich etwas unwohl. Komm, dann machen wir es einfach. Ah, Schleuse geöffnet. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Scheiße, Isaac! Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir.
Was war das? Das ist die Tür hinter mir. Dann geht's ja noch. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drinnen im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Ja, Sir. Und was schraubst du da eigentlich? Das Ding ist kaputt. Okay, da hinten ist irgendwas. Ich... Kommandozentrale erreichen. Drücke Select für Details. Falscher Knopf. Wenn dieses SOS-Signal wirklich von Ellie stammt, müssen wir näher kommen. Mein Autosender ist auf die Quelle der Übertragung eingestellt, die aus der Kommandozentrale der Roanoke zu kommen scheint. Tesla-Kern. So, an den komme ich nicht dran, an den Carver. Der steht da mitten im Nirgendwo. Na dann. Richtiger Weg. Boah, diese Tür, ne? Die machen mich ganz paranoid. Sind das Särge hier rechts? Das sieht fast nach einem Sarg aus. Schön verpackt, fertig für die Weiterreise. Wie ist das hell? Schick. Wartet mal, das gucken wir uns ein bisschen an. Das ist wirklich ein Friedhof für heruntergekommene Schiffe. Ich sehe gerade, dass ich etwas leise bin. Das heißt, ich muss mich laut pegeln. Naja, wird schon. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Oh, haben wir hier irgendwas noch? Die Leitern können wir mal hochklettern. Vielleicht ist das aber auch unser späterer Weg. Das weiß man nie so ganz in Dead Space 3. In Dead Space generell. Medipack. Halbleiter, 21 Stück. Was ist denn das alles? Guck dich das mal an, das verbraucht voll viel Inventarplatz. Obere Platine, bla bla. Wird aber echt gut eingedeckt hier mit Sachen. Ist ja fast kein Platz mehr, um die neuen Features auszuprobieren. So viel Munition und Heilung haben wir. Die ich allerdings nicht wegschmeißen will, weil die es eigentlich total wert ist. So, wir haben hier einen Knoten, das ist wahrscheinlich dieses alte, bekannte Knoten, da geht's nicht hoch, hier. Wie im Bade, wie im Schwimmbad, die schöne Sperre. Nee, ist nicht der ewige Klassiker. Nicht aus der einen Seite rausziehen, auf die andere Seite bringen. Aber so ähnlich. Bank. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Also die, was meinst du damit? Plasmakat oder die andere? Bau, modifiziere und upgrade Waffen in der Bank. Und jetzt lernen wir langsam das Spiel mal richtig kennen. Tesla, weiter. Schwere Standardrahmen, weiter. Mission wurde freigeschaltet und in deinem Safe abgelegt. Vermittler wurde freigeschaltet und in deinem Safe abgelegt. Übrigens habe ich jetzt mal neulich die Limited Edition Sachen aktiviert, die ich dabei habe. Ich weiß nicht genau, was mit denen ist, aber auf jeden Fall sind die jetzt vorhanden. Willkommen bei der Bank. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Benutze das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitung zu bauen, die du gefunden oder von einem Koop-Partner erhalten hast. Benutze das Menü Waffen Upgrades, um deine Waffen mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Clipgröße und Feuerrate. Benutze das Menü Objektherstellung aus Ressourcenmunition, Erste-Hilfe-Pakete, Stasi-Packs und mehr, Stasi-Packs und mehr herzustellen. Benutze den Safe, um dein Inventar zu verwalten. Gelagerte Waffen findest du hier. Teile verkaufen, verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Jede Waffe hat ein oberes Tool, Standardspitze, Militärantrieb. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Die meisten Waffen haben Platz für ein unteres Tool. Ziel und drücke R2, um untere Tools abzufeuern. Ja, kenne ich schon. Rahmen. Drücke L, um verschiedene Kategorien von Waffenteilen auszuwählen. Upgrade-Platinen.
Erweiterungen nicht ausgewählt. Komme ich auch schlecht dran. Nicht ausgewählt. Haben wir überhaupt was dafür? Nee. Haben wir, glaube ich, nicht. Navigieren, auswählen, herunterladbare Inhalte, select. Achso. Da war ich doch gerade schon. Zack, 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 zack. Ja, kenne ich doch. Weiter. Zurück. Achso, weiter. Und Ende. Da steht doch herunter. Achso, Tutorial. Herunter. Du hast nicht mit den EA-Servern verbunden. Alles klar. Neu. Linker Waffenslot. Modifiziere und upgrade deine Waffe. Linker Waffenslot, rechter Waffenslot. Kompakt Standard Plasma-Cutter mit Drehmanschettenmodul. Kompakter Standard Maschinenpistole. So, Upgrade-Platinen haben wir natürlich keine. Nichts ausgewählt. Machen wir mal hier. Keine Erweiterung. Schade. Auch nix. Oberes Tool. Militärantrieb. Oh, Tesla-Kerne. Antriebsmuster zum elektrischen Schweißen mit Starkstrom. Militärantrieb entfernen und demontieren. Tools herstellen. Ja, schade. Habe ich aber nichts. Haben wir sowas noch an anderen Stellen? Hier haben wir keine Erweiterung. Hier haben wir natürlich auch nichts. Das kennen wir schon. Kompakter Standardrahmen haben wir hier. Schwerer Standardrahmen. Einmal. Rahmen. Alle Waffen haben als Grundgerüste einen Rahmen. Die meisten haben platzweit oberes und ein unteres Tool. Oberstes Tool. Schuss. Ach du Scheiße, ist das komplex gemacht. Schön, aber übrigens... Schaden, Nachladen, CLP, TPÜ, keine Ahnung. Ist nur Kauderwelsch für mich. Also ich glaube, die gelb sind, da haben wir was. Wir kommen nur nicht drauf. Aha. Standardspitze. Haben wir. Sehr gut. Unteres Tool, nichts ausgewählt. Tesla-Kern. Kann ich den denn wieder abbauen? Ist mal so eine Frage. Erweiterungen, auch nicht ausgewählt. So, und hier haben wir natürlich auch nichts. Naja. So, Pläne, einfache Strahlenkanone. Ach, schön. Und was brauche ich dafür? Ressourcen, Kosten, nichts, Vorrat. Diese Waffe herstellen? Ja, Speicherleiste auswählen. Ja. Gefällt mir, Isaac. Schon eine ganze Viertelstunde nur mit Herstellen verbracht, bestimmt. Es wird ja schlimmer als in Diablo 3. Jetzt haben wir eine einfache Strahlenkanone. Was haben wir hier? Waffen-Upgrades, Objekte herstellen. Haben wir aber leider keinerlei Möglichkeiten zu. Save. Save Inventar. Hergestellte Waffe. Einfache Strahlenkanone, Vermittler und Missionar. Das sind die Waffen, die wir dazu bekommen haben, Leute. Cool. So, dann weiß ich natürlich jetzt nicht, was wir mit denen anfangen sollen, weil wir haben die ja uns streng genommen noch nicht verdient. Neuen Rahmen herstellen. Kann ich auch nicht machen. Also bis ich da durchgeblickt habe, muss ich glaube ich nochmal ein bisschen schlauer werden generell. Also meine Intelligenz muss sich verbessern. Herstellen können wir jetzt glaube ich erstmal nichts mehr. Nö, warum auch? Haben noch keinen Bauplan. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, komm, wir rüsten die mal ganz kurz aus. Dann haben wir jetzt hier die und dann machen wir hier, da können wir nichts reinmachen, da können wir nur neue Waffen erstellen. Und die könnten wir jetzt natürlich Gerichtes, Elektionsfeld Missionar, konische Streuung Missionar, schwere Elite-Rahmen. Hui. So, und da könnten wir jetzt noch einen Militärantrieb oder sowas reinsetzen. Und der würde dafür sorgen, dass das Ganze schneller wird. Eine von der Scave eingesetzte militärische Waffe. Ja, die ist schon geil, ne? Habe ich was Gutes gekauft. So. Und dann hätten wir theoretisch natürlich noch eine andere Waffe. Die könnten wir auch nochmal versuchen, wie die aussieht. Das wäre die hier. Das hier ist jetzt unsere Strahlenkanone, unsere kompakte Standardmaschinenpistole und das hier ist der Vermittler.